So, hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der englischen Liga von mir mit Brighton. Geht es hier auswärts gegen Newcastle? Nein. Das weiß euch. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, sehr gut. Wir haben noch nicht lang gespielt. Das war ein kleiner Fail jetzt. Ein bisschen verdruckt. Tau. Oh, das war ein schöner Pass. Wahnsinn, zwei Leute könnt ihr nicht stoppen. Nicht schlecht gemacht. Oh. Ciao. So, Lamptey hat ja gut aufgepasst. Oh. Nein. Boah. Das war kein Fall. Auf jeden Fall ein schönes, flottes Spiel. Oh.
Schade. Guter Pass. So, Feldmann hat ausgebessert durch ein kleines taktisches Foul. Das musste er jetzt ausbessern für seinen Kollegen. Puh. Erste Halbzeit lief er meist sehr hektisch ab, nicht so wie gedacht. Vielleicht kann der Mann ja den Kahn wieder rumreißen, diesmal etwas früher zum Einsatz kommend. Er ist da jetzt auch nicht durchgekommen. Boah. Macht es selber, Trossard. So, 53. Minute. Untermauert hier seine glänzende Form. Yes, 2-0, Tau. Adone hat es vorgelegt quasi. Sieht auch hier gelb. Feldmann. Ja, Dross hat gut den Ball erobert. Boah.
Oh. Nächster Substitution Gelbe. for Newcastle United coming off the pitch. Zu viele Gelbe hier. Tau hat sehr gut gespielt, aber man möchte nichts riskieren. Machen wir es so. Coming onto the pitch, number 13, Callum Wilson. Okay, süß. Oh, schön. Na, Antonio wäre zu steht, Glück gewesen. Ja, sie kämpfen, dass sie den Vorsprung halten und nichts herschenken. Alter. Sag nicht, das war jetzt. Das war nix. Ja, sie setzen sich jetzt noch fest. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes added to. Ja, keiner der Stürmer konnte heute glänzen. Es waren wieder die Mittelfeldspieler, die das ausgemacht haben. Und eine hervorragende Verteidigung. Boah. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Der ist immer noch verletzt. Wird nicht mehr viele Spiele bestreiten. So, hier geht es jetzt auswärts gegen Chelsea. Das wollte ich eigentlich machen. Das machen wir mal umgekehrt. Starten einmal so.
Tabelle schauen wir uns nach dem Spiel an. Schön, Jakschi. Boah. Schön gemacht. Eins zu null in der vierten Minute, das ging schnell. Dachte ich mir. Das habe ich ein bisschen spekuliert. Ist aufgegangen. Boah. Schön gemacht. Schön. Lempte. Nein. Zu weit vorgelegt. Und jetzt fehlt er hinten. Joi. Und kein Ehrenmann, Alter. Mit Zeitlupe fliegt er hin, Alter. Das war schön. Nein. Sehr aktiv heute, Jakschi. Hoppala. Gib bitte, Alter. Eieiei. Alter. Zu spät, oder? Ja.
Oh, schöner Pass. Feldmann, Wahnsinn. Na, wir machen das anders. Wir machen den Wechsel hier. Sicherheitswechsel hier gegen Chelsea. Muss man hier nichts, darf man hier nichts riskieren, so. Nein. Schön freigespielt, aber. Das habe ich gesehen. In dem Moment, wo er einen Ball verloren hat, einer. Ciao. So, jetzt. Ah, da fehlt ein bisschen die Spritzigkeit. Da weiß ich, wer die hat. Substitution for Chelsea coming off the pitch. Number 17, Mateo Kovacic. To be replaced by number 5, Jorginho. Das hin. Trossard, fällt immer mehr auf. Gut, wollte nicht hin. Das war jetzt glücklich.
Alter. Ciao. Huiuiui. Die spielen sie noch. Nein. Mobby kann sich hier nicht durchsetzen. Schade. Ein Torerfolg für die Mittel wieder. So gut gespielt und jetzt hat er seit drei Spielen Torsperre. Vielleicht jetzt. Yes! 2:1 gegen Chelsea in der 86. Minute. Jetzt hat der Pass auch gepasst. Hat den richtigen Verwerter gefunden. 18. Das Tor. Tut auch für ihn gut, wieder mal zu treffen. Jawohl, Fehler ausgenutzt, McAllister. Das war's, Deckel drauf. Jetzt ist an den drei Punkten nichts mehr zu rütteln. Fehler ausgenutzt und hat es auch selber schön gemacht, hat sich jetzt durchgesetzt. Zum Schluss auch gegen Sanchez, den Torhüter. Entschuldigung, nicht Sanchez. Sanchez hat gejubelt bei mir. Ja, das war's. 3:1. Kurz vor Spielende noch alles klar gemacht. Sich jetzt was in der Tabelle getan. Ja, man ist auf Platz 3, gleich Punkte gleich mit Manchester City aufgerückt. 9 Punkte Abstand zu Tottenham zum Führenden, 6 Punkte zu Liverpool. Mbappé derzeit dritter Platz bei den Torschützen. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, seht ihr hier. Southampton muss auswärts in Angriff genommen werden. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Fangima. Mach's das gut. Ciao und Baba.